Und auch heute eine Legung für dich. Und zwar mit den Karten von Nadine Breitenstein, Sanssouci Cards. Lass uns schauen, was passiert denn jetzt heute? Was passiert denn jetzt heute? Wie werden die Entwicklungen sein? So, die Entwicklungen werden hier Flamingo der Liebe. Also das ist doch schon mal positiv, würde ich sagen. Also Liebe ist immer gut, denn darum seid ihr auch hier. Ihr wollt ja auch diese Liebe mit eurem Seelenpartner leben. Und natürlich sehnt sich jeder nach seinen eigenen Seelenpartner. So nehme ich das jetzt hier, das Ganze auch wirklich wahr. Und ich nehme auch jetzt hier wahr, dass es hier auch so eine Liebesbotschaft und das ist eine große wahre Liebe, kommt jetzt wirklich auf dich zu und ja, die werden dann vielleicht auch eingestanden, also so ein Liebesgeständnis und es kommt auch, also die Balance wieder hier und auch die Hoffnung, dass sich das auch wirklich positiv zwischen euch auch weiter entwickelt, ja. Ja, ist eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Ja, die erste Karte ist hier rausgefallen, hier, dass der geheime Bund, Geheimbund, ein wohlgehütetes Geheimnis, ja, kommt jetzt raus. Also das heißt, vielleicht auch dein Seelenpartner hat irgendein Geheimnis, was du auch noch nicht weißt, was dir so im Verborgenen hält und auch so hinter den Mauern auch versteckt. So sehe ich das jetzt hier generell. Es geht um diese Naturverbundenheit und es geht auch darum, dass er jetzt in diesem Wandlungsprozess sich auch gerade befindet. Natürlich merkt er auch, wir gehen jetzt auch in den Frühling jetzt hinein, also es passiert auch ganz viel. Und also der ist auch so richtig, richtig kompromissbereit, ne? Und also es geht wirklich darum, also einen goldenen Mittelweg auch zwischen euch zu finden, ne? Also das möchte er ja auch wirklich einen Mittelweg finden. Und sein Wunsch wäre, jemanden sich anzuvertrauen und ja, also sein inneres Kind auch ein Stück weit beschützen, weil er fühlt sich jetzt in deine Richtung, ja, so ein bisschen, würde ich fast schon sagen, ausgeliefert, wie, ja, wie so ein, wie soll man das sagen, wie so ein kleines Kind ausgeliefert. Diese Gefühle sind so unglaublich stark. Und er wählt aber die Liebe statt Angst. Und das ist schon mal gut, weil vielleicht hat er auch Angst vor Liebe gehabt bis jetzt. Und er stellt sich jetzt seinen eigenen Gefühlen. Und auch wenn der Umfeld das nicht akzeptieren würde, trotzdem habe ich das jetzt hier das Gefühl, dass er, ja, dass er etwas hier überwinden möchte. Und es zeigt sich hier, dass der die letzte Hürde möchte er dann überwinden. Möchte er dieses besiegen halt, ne? Der letzte Gefecht besiegen und am Ziel ist schon greifen nach. Also der ist sehr, sehr zielstrebig, auch in deine Richtung. Und also es werden auch große Entwicklungen stattfinden, weil das Ganze belastet ihn hier schon zu sehr. Also er kann damit auch nichts anfangen, das belastet ihn jetzt zu sehr. Er kann das auch nicht mehr unterdrücken. Und er möchte in der Lebensfreude und in der Leichtigkeit, also auf jeden Fall wird er auf dich zukommen, er wird das auch mit dir also definitiv klären wollen, weil das geht so nicht mehr weiter. Also ich sehe hier im Herzen hatte der Baum der Liebe, weil diese Liebe wächst immer mehr und gedeiht und er ist auch im Vertrauen und er möchte auch eine Romanze mit dir anfangen, eine Familiengründung mit dir anfangen. Und möchte auch sein Herz heilen und auch öffnen und ja, möchte dir sein Herz schenken. Er möchte dir sein Herz schenken und also auch die Selbstliebe möchte er lernen. Und es kommen Nachrichten, gute Nachrichten kommen
wo du auch schon lange, lange darauf wartest, weil das ist jetzt schon eine Geduldsprobe für dich. Also es kommt zu Kommunikation, Kontaktaufnahme, Schriftverkehr und geheime Botschaften. Wie du siehst, es kommen geheime Botschaften. Das geht wirklich hier um, ja, um dieses Ostern von März bis Juni. Also es geht hier dieses schöne österliche Gefühl. Also das ist jetzt der letzte Tag des Monats. Also da, boah, Wahnsinn. Und da ist, du gibst ihm so ein Jungbrunnen, so ein Frühlingszauber, also diese Leichtigkeit, und der will ja diese Flirt noch mal mit dir erleben. Der will ja diese Flirt mit dir erleben, und er wird von seiner Vergangenheit eingeholt und er bereut das schon. Er bereut das, also diese Buße, und er möchte mit dir auch wirklich hier abrechnen. Und ja, er sagt auch, ich möchte also auf jeden Fall ein besinnliches Familienfest. Also ich möchte das Ende des Jahres hier mit besinnlich mit dir verbringen, als Familienfest. Und auch diese Neid und Missgunst und diese Gerüchte möchte er hinter sich lassen, auch, also egal, wenn auch Neid und Missgunst da ist und auch Gerüchte, er will das also auf jeden Fall hinter sich lassen. Und es zeigt sich hier die Sanduhr, das ist da halt auch eine Warnkarte. Also es geht darum, ja, auch wenn das jetzt so aussichtslos aussieht und auch wenn er sich unverstanden fühlt und auch wenn der dieses Einsamkeit in sich spürt, also diese Selbstzweifel, also auf jeden Fall möchte er sich zu Hause fühlen, dass der aus dieser Einsamkeit rauskommt. Er möchte dieses Rückzugsort, eine schöne Oase erschaffen, vielleicht auch wirklich umziehen, neue Immobilien kaufen, mit dir neu durchstarten. So, das nehme ich jetzt hier wahr. Das sind ja Wahnsinnsentwicklungen hier, ja, also zum Ende des Monats. Und er hat jetzt so richtige Lebensweisheit. Und ich habe das Gefühl, also auch der hat diese Lebensweisheit in sich entdeckt, weil er wartet ja, und er hat ja auch die Hoffnung und die Geduld, sein Geduld zahlt sich aus. Und also es geht jetzt wirklich um die Vereinigung der Seelenpartner. Du bist die Seelenpartnerin. Es geht um diese Wunscherfüllung. Und es geht auch um diesen Seelenplan. Und er hat richtig Fernweh. Und auch wenn das in Schneckentempo weitergeht, ja, aber trotzdem, diese Veränderungen werden jetzt auch stattfinden. Die Zeit ist wirklich dafür reif. Also die werden stattfinden, und auch der Haus der Ängste, Angst auch von dem Unbekannten und Angst von der Dunkelheit, aber. Also auf jeden Fall wird er auch diese Albträume überwinden. Er wird diese Albträume überwinden. Und auch wenn es finanzielle Schwierigkeiten da sind, auch wenn Geldverlust da ist, auch wenn es Pleite ist, trotzdem wird er das überwinden und wird der halt hier, der Flamingo der Liebe, wird siegen. Denn also die Partnerschaft. Ich hoffe, du hast dich wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Wenn das bei dir noch nicht so weit ist, gerne unterstütze ich dich in meinem Coaching-Programm. Melde dich dazu an. Dann bearbeiten wir deine Themen, deine Wünsche. Was möchtest du? Wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Melde dich dazu zum kostenlosen Erstgespräch an. Ich sage danke und bis bald.